Oh, hi. Ist Vollformat besser als APS-C oder doch lieber APS-H gegen MFT? Brennweitenvorteil gegen Bokeh und Freistellung? Was ist mit dem Ausdrucken der Bilder nachher für eine Wand? Wer soll sich denn da noch auskennen? Holt euch mal eine Tüte Süßes und eine Flasche Bier und lehnt euch zurück. Kopffaktor leicht und einfach erklärt wie Nasenschnulzen. Nun, erst einmal müssen wir uns klar werden, woher kommt der Kropffaktor eigentlich und warum ist der da? Was macht der hier? Wir alle haben schon mal von Vollformat gehört, von APS-C und von MFT. Nun, es geht um die unterschiedlichen Baugrößen der Sensoren von den Kameraherstellern. Wir kennen das alle von unserem Auto. Ich habe einen Vierzylinder. Der Nachbar gegenüber hat einen V8, dann gibt es einen mit einem Sechszylinder und die ganz kleinen Spritsparenden, die haben nur drei Zylinder. Also so in etwa kann man sich das vorstellen. Nehmen wir uns mal die unterschiedlichen Sensorgrößen des Kleinbildformats mal in homöopathischen Dosen zur Brust und fangen einfach mit dem Vollformat an. Das Vollformat kommt von dem 35mm Film. Damals auch gerne Kleinbildfilm genannt, zu analogen Zeiten, also als meine Haare noch Farbe hatten. Und die 35 mm beziehen sich auf die Gesamthöhe des Films. Das Aufnahmeformat bei so einem Kleinbildfilm war aber 24x36. Das ist das, was in dem Diarahmen innen denn sichtbar war. Das ist dieser belichtete Teil auf diesem Film. Das heißt, wir haben auf der kurzen Seite, also wenn das jetzt die kurze Seite ist, 24 mm und auf der langen Seite haben wir 36 mm. So entsteht natürlich auch ein Seitenverhältnis von der langen zur kurzen Seite. Und wenn wir jetzt ein bisschen pfiffig in der Schule waren, wie ich, haben wir auch ganz schnell einen Teiler von 12 gefunden. Und wenn wir 24 durch 12 teilen, haben wir 2, das können wir im Kopf. Und wenn wir die 36 von der langen auch durch 12 teilen, haben wir 3. Also haben wir ein Seitenverhältnis von langer zu kurzer Seite von 3:2. Dieses hat man nachher dann auch so in der digitalen Fotowelt übernommen. Und so entstand der Vollformatsensor mit einem Seitenverhältnis von 2:3 und einer Kantenlänge halt 24x36. An diesem Vollformat richtet sich alles andere aus, also äquivalent, also ergo im Vergleich zu Vollformat. Das behalten wir mal in dem Hinterköpfchen für den Test, den wir später schreiben. Kommen wir aber nun zu dem etwas kleineren APS-C oder APS-H Format. Durch dieses Format wollte man, glaube ich, den Absatz steigern, weil es nun möglich war, die Kameras etwas kleiner und handlicher zu bauen, also so eine Immer-Dabei-Kamera. Bei dem APS-Format handelt es sich übrigens nicht um einen einheitlichen Standard wie beim Vollformat, weil es nicht normiert ist. Je nach Kamerahersteller weisen die Sensoren auch eine unterschiedliche Größe auf. Bei Canon sind es 22,2 x 14,8, also die Länge der Kanten. Dadurch ergibt sich ein Faktor von 1,6 kleiner zum Vollformat. Bei Nikon schwankt es zwischen 23,7 x 15,7 bis zu 23,1 x 15,4. Aber da ist auch der Faktor 1,5 mal kleiner zum Vollformat. Bei Sony ist es 23,5 x 15,6, auch der Faktor 1,5 mal kleiner. 1996 wurde APS-C als neue Art des klassischen Fotofilms eingeführt. Dabei bedeutet APS Advanced Photo System, was heißen soll sowas wie ein erweitertes Fotosystem. Und das C dahinter bedeutet Classic. Das Classic bezieht sich aber auf das Seitenverhältnis 2:3 wieder. Und APS sollte auf keinen Fall mit dem Kürzel für Active Pixel Sensor verwechselt werden. Bei Active Pixel Sensor handelt es sich um eine spezielle Technik für CMOS-Sensoren ohne Bezug auf deren Größe.
Active Pixel Sensor ist ein Halbleiterdetektor zur Lichtmessung. Nun, alle eben genannten Faktoren zu den Sensoren kann man ja intelligent nutzen, muss aber nicht. Aber der Faktor hat die Eigenschaft, dass er die Brennweite verlängert. Das heißt, aus einem 100 mm Teleobjektiv wird durch den Faktor 1,6 ein 160 mm Objektiv. Bei dem Faktor 1,4 halt nur 140 mm. Das ist halt äquivalent zum Vollformat, was wir uns ja merken sollten. Wenn ich mit meinem 400er Tele an der Vollformatkamera auf Vogeljagd bin, kann ich noch so oft ziehen, es bleiben 400 mm, es werden halt nicht mehr. Schließe ich das aber an meiner Crop-Kamera an, die hat einen Faktor von 1,6, werden aus den 400 mm plötzlich 640 mm Bildausschnitt. Ergo, das sind 240 mm mehr, 240 mm näher dran. Das macht sehr viel aus bei kleinen Tieren, gerade bei Vögeln. Reden wir doch einfach mal vom Abstand zum Objekt und Fluchtgrenze. Stellen wir uns vor, auf 30 Meter steht ein Elefant und neben dem Elefanten im Busch ist ein Bienenfresser. Das ist so ein kleiner Vogel, ein bisschen kleiner wie eine Amsel. Ja? Bei 200 mm bekommt man den Elefanten formatfüllend drauf. Den Bienenfresser, der ist doch nachher so klein im Bild, den muss ich doch suchen. Dazu nutzen wir jetzt halt den Crop-Faktor, haben aus dem 400er ein 640er gemacht und dann wird der kleine Vogel, den ich erst suchen muss, plötzlich größer. Kommen wir zum MFT. Nun, wie es der Name schon sagt, eigentlich heißt MFT Micro Four Third. Und der Name heißt auf Deutsch Mikro 4 zu 3. Damit haben wir auch schon das Seitenverhältnis geklärt. War gar nicht schwer und tat nicht weh. So, wir nur noch zu klären halt die Kantenlänge und der Faktor. Gut, die Kantenlänge des Sensors ist 18 mal 13,5 groß. Und der Faktor ist auch ganz leicht, der ist nämlich mal 2. Beziehungsweise zweimal kleiner als Vollformat. Das heißt, die Vollformat-Brennweiten, die wir da dran schrauben, verlängern sich um den Faktor 2. Kommen wir aber nun zur spannenden Frage. Warum sind die Bilder der kleineren Sensoren ausgedruckt, also für an die Wand zu hängen, genauso groß wie die vom Vollformat? Nun, heute gleichen die Labore den Unterschied digital aus. Da merken wir überhaupt nichts von. Früher, zur analogen Zeit, da war es noch ein bisschen anders. Ihr kennt doch so einen Tageslichtprojektor. Nee? Ja, so einen Overhead-Projektor. Immer noch? Klingelt da nichts? Ich glaube, ich muss was in der Zukunft suchen. Komme schon vor wie Marty McFly. Ah, ein Beamer. Ein Beamer kennt doch jeder. So, wir nehmen also den Beamer, treten damit vor unsere 3 Meter breite Leinwand und nun können wir durch Abstandsänderung vor und zurück, ist quasi zoomen mit dem Hintern, ne? Können wir das Bild kleiner oder größer machen. That's the secret. Wenn wir vor einer kleineren Vorlage den Abstand vergrößern, wird auch die Abbildung vergrößert. Wie gesagt, heute geht das alles digital und wir merken nichts davon. Deshalb gibt es auch bei den Online-Bestellungen im Internet diesen Qualitätscheck. Habt ihr da schon mal drauf geachtet? Damit man nicht von zu kleinen Sensoren, wie vom Handy, zum Beispiel einen Fotoabzug haben will von 1,20 m x 1,80 m, dann gibt es, geht natürlich nicht. Und dann kommt der Qualitätscheck und sagt, Bildauflösung zu gering. So, nun schreiben wir aber den Test. Wir geben bei der Online-Bestellung an, dass mein Bild 20x30 sein soll. Übrigens, der Teiler ist 10. Wie ist das Seitenverhältnis? Leute, ihr habt es einfach drauf. So, aber meine Kamera hat nun ein Seitenverhältnis von 4 zu 3. Was nun? Ganz ruhig, tief durchatmen. Entweder wir wechseln in der Online-Bestellsoftware das Format einfach von 2 zu 3 auf 4 zu 3. Und haben dadurch keinen Beschnitt, weil das Aufnahmeformat gleich Ausgabeformat ist und wir kriegen das Bild so, wie wir die Vorlage haben. Oder wir nutzen den Beschnitt intelligent als Crop.
ja, wenn der Zoom mal wieder ein bisschen knapp geworden ist. Oder wir nutzen es für den Bilderrahmen mit Passepartout. Das ist dieser weiße Rahmen im Bild drin, um es einfach besser einzupassen. Übrigens, Bokeh und Freistellung bei Crop oder MFT sind mittlerweile genauso gut wie an Vollformat. Aber ich höre euch jetzt schon sagen, wenn ihr nach dem Crop-Format gefragt wird, ist doch easy wie Nase schneuzen und das freut mich. So, die Tüte müsste langsam leer sein, die Flasche auch. Ich hoffe, ich konnte den doch etwas trockenen Stoff leicht bekömmlich, verdaulich für euch aufbereiten.